Große Teile Chinas leiden noch immer unter der schlimmsten Dürre seit einem halben Jahrhundert. Durch den austrocknenden Yangtze-Fluss haben Millionen Chinesen zu wenig Trinkwasser. Auch Nahrungsmittel werden knapp und teuer. Die Trinkwasserversorgung der Hafenstadt Shanghai ist durch den niedrigen Wasserstand des Yangtze stark beeinträchtigt. Meerwasser strömt dort mittlerweile in Gebiete, wo das Süßwasser im Boden verlaufen ist. Wir koordinieren die Wasserversorgung der ganzen Stadt und tun unser Bestes, Wasser aus verschiedenen Quellen in die betroffenen Gebiete zu schaffen. Laut Angaben der Staatsmedien soll ab Juni das neu erbaute Qingzhou-Sha-Reservoir zusätzliches Trinkwasser für Shanghai zur Verfügung stellen. Auch die Provinzen Hubei und Hunan sind von der Dürre betroffen. Bauern klagen über ausgetrocknete Fischteiche und trockene Äcker und Reisfelder. Um nicht an Popularität zu verlieren, versucht das chinesische Regime, die durch die Nahrungsmittelknappheit steigenden Preise zu bekämpfen.